Macht überregionales Recruiting für Pflegeunternehmen wirklich Sinn? Mein Name ist Max Grindler, Inhaber und Geschäftsführer der FM Recruiting, und wir wollen heute in diesem Video mal über das Thema sprechen, ob überregionales Recruiting wirklich für Pflegeunternehmen sinnvoll ist und ob sie dadurch mehr Mitarbeiter oder aber auch Patienten gewinnen können. Wir werden immer mit der Frage konfrontiert, okay, mit euch als Partner, das heißt mit der Firma FM Recruiting, kann ich ja regional sehr, sehr gut Fachkräfte gewinnen. Könnt ihr das nicht auch überregional ausspielen? Das heißt also vielleicht auch in ganz im Bundesgebiet Deutschland verteilen, um letztendlich auch wechselwillige Fachkräfte aus überregionalen Gebieten letztendlich anzuziehen. Und hier muss man einfach ganz ehrlich kommunizieren, das macht am Ende des Tages keinen Sinn. Warum macht das keinen Sinn? Sie müssen sich immer die Frage stellen, was ist denn mit einem überregionalen Wechsel überhaupt, ja, was hängt da überhaupt dran? Und natürlich kann das mal funktionieren, dass wenn ich sage, okay, ich sitze hier in Hannover und es kann sein, ich habe vielleicht eine Fachkraft, die, durch private Umstände aus Hamburg hier nach Hannover zieht, dass die letztendlich sich bei mir bewirbt und sagt, hey, ich habe Gutes über dich gesehen, weil ich dich vielleicht als Arbeitgeber gegoogelt habe und du hast einen positiven ersten Eindruck sozusagen erzeugt und du bist jetzt meine Wahl des Arbeitgebers und ich probiere das einfach mal bei dir. Das heißt, es kann vom Grundsatz her funktionieren. Aber wir sagen immer, das Thema Strategie wirklich in diese Richtung auszurichten, das macht am Ende des Tages keinen Sinn. Weil auch Sie müssen sich wieder die Frage stellen, würden Sie denn für einen Jobwechsel letztendlich direkt vielleicht überregional umziehen? Und die Antwort ist meist nein. Also niemand würde in der Regel für einen Job, gerade in der Pflege, wo ich sowieso weiß als Fachkraft, ich kann mich überall bewerben in der Region, jedes Unternehmen nimmt mich mit Kusshand, dann macht es keinen Sinn zu sagen, okay, ich poche jetzt auf die überregionalen Fachkräfte, die sich vielleicht mal bei mir bewerben und fahre jetzt hier eine Strategie, um letztendlich noch einen größeren Radius als 20, 30 Kilometer zu erreichen, in der Hoffnung, dass sich da jemand bewirbt, in der Hoffnung, dass jemand vielleicht aus Hamburg zu mir zieht. Und hier muss man einfach transparent sagen, das macht nicht wirklich Sinn. Und hier ist es auch nicht sinnvoll, wenn Sie als Geschäftsführer oder letztendlich vielleicht auch Personalverantwortlicher sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt auf das überregionale Thema, weil alle anderen sich regional fokussieren. Das wird nicht den gewünschten Effekt bringen. Wenn Sie sagen, überregional ist vielleicht das Thema Auslandsrecruiting für Sie auch relevant, dann sagen wir, ja, macht Sinn, denn hier muss man ganz klar beachten, dass wir ja immer nur den innerdeutschen, also innergemeinschaftlichen Teil innerhalb von Deutschland sozusagen abdecken und wir nicht mit dem Thema Auslandsrecruiting sozusagen aktiv sind. Das heißt also, wenn Sie den ganzen Kuchen letztendlich im Thema Fachkräftegewinnung für sich beanspruchen wollen, dann müssen Sie in das Thema Auslandsrecruiting einsteigen und kommen da auch gar nicht drum rum. Ja, weil Sie wissen selbst, der Markt, der letztendlich zum aktuellen Zeitpunkt herrscht, ist einfach ein Arbeitnehmermarkt. Das heißt also, wir haben einfach keine arbeitslosen guten Fachkräfte, um es mal auf den Punkt zu bringen. Die letztendlich in der Beschäftigung sind, die wollen Sie für sich gewinnen. Das sind die Mitarbeiter von morgen. Das sind die Mitarbeiter, die vielleicht auch 10, 20 Jahre beim Unternehmen bleiben. Das sind nicht die Fachkräfte, die Sie von der Arbeitsagentur vermittelt bekommen. Das kann mal ein guter dabei sein, aber es ist nicht die Masse. Und Sie müssen sich einfach die Frage stellen, macht dieses Thema überregional, das heißt also in andere Städte, weil Sie vielleicht denken, okay, als Beispiel in der Stadt Hamburg, da werden vielleicht zum Herbst viele Abgänger sozusagen, sind da mit ihrer Ausbildung fertig und suchen vielleicht einen neuen Job, wollen wieder vielleicht in die Heimat. Ja, grundsätzlich ist das richtig, das kann durchaus eine gute Quelle sein. Aber auch dann müssen Sie sich die Frage stellen, okay, macht es dann Sinn, wenn Sie letztendlich eine Werbekampagne in Hamburg fahren? Ja, macht es dann nicht lieber Sinn, hier regional präsent zu sein? Weil was macht denn die Fachkraft, wenn sie nach Hannover ziehen will? Sie schaut sich hier Wohnungen an, sie schaut sich hier letztendlich Arbeitgeber an. Sie hat vielleicht Familie, Freunde und Co. hier. Und wenn die letztendlich davon erfahren, dass Sie hier in der Region Arbeitsplätze zu vermitteln haben bzw. anzubieten haben, dann macht das wirklich Sinn. Ja, verbrennen Sie nicht das Geld und sagen, okay, ich suche jetzt überregional Berlin, Brandenburg, ist zwar 150 Kilometer weit weg, aber vielleicht kann ich da jemanden erreichen. Unsere Empfehlung ist ganz klar, nein,
das Geld können sie sich letztendlich sparen oder aus dem Fenster werfen, weil davon haben sie am Ende des Tages nichts. Ja, das ist mehr Glücksspiel wie Roulette als alles andere. Das heißt, unsere Empfehlung ist, wenn Sie überregional tätig werden wollen, dann macht es Sinn, dass man sagt, okay, was ist denn überhaupt für Sie überregional? Weil für manche Unternehmen ist überregional schon vielleicht 20 Kilometer weit weg, weil sie sehr ländlich sitzen, oder es ist wirklich vielleicht auch 30 Kilometer weit weg. Das macht grundsätzlich Sinn, aber immer wirklich, dass man sich gemeinsam diese Region anschaut und nicht auf Lowndowns sagt, okay, ich probiere das jetzt mal aus und gehe mal in diese Richtung in der Hoffnung, ich erreiche da irgendwas. Das macht am Ende des Tages keinen Sinn. Deswegen ist hier überregional und überregional einfach immer, sind zwei Paar Schuhe, die man wirklich nicht einfach so salopp betrachtet außer Acht lassen sollte, sondern man sollte sich eine klare Strategie überlegen, welche, ja, was macht am meisten für mich Sinn. Und natürlich ist es durchaus sinnvoll, wenn ich sage überregional, wenn ich letztendlich in ganz Deutschland verteilt Standorte habe, weil ich vielleicht vom Unternehmen so groß bin, dass mich sowieso, ich sag mal, dass ich alle Hauptstädte sozusagen erreichen kann, dann macht das natürlich Sinn, dass ich sage, okay, ich gehe überregional, ja, aber dann sprechen wir meistens von ganz anderen Marketingbudgets, als wenn ich jetzt vom klassischen Pflegedienst oder Pflegeheim letztendlich ausgehe, der vielleicht nicht so viele Möglichkeiten hat, wie es ein großer Unternehmenskomplex letztendlich hat. Das bedeutet, wenn Sie jetzt eine Strategie suchen und vielleicht so einen roten Faden letztendlich mit an die Hand bekommen wollen, wie Sie letztendlich regional mehr Fachkräfte gewinnen können oder vielleicht auch überregional, weil Sie sagen, überregional ist für mich alles, was über 20 Kilometer ist, dann sind wir der richtige Ansprechpartner. Dann haben wir letztendlich Werkzeuge, Mittel und Wege, Strategien, die wir Ihnen an die Hand geben können, wie wir das schon seit 2019 in vielen Pflegeunternehmen umgesetzt haben, was nachhaltig funktioniert, was heißt also, dass nicht nur 3-4 Monate Bewerbung reinkommen, sondern konstant ein gewisser Bewerberstrom letztendlich herrscht, aber auch das Thema Mitarbeiterbindung weiter in den Fokus gerückt werden kann. Das heißt, wenn Sie da grundsätzlich Interesse haben, melden Sie sich bei uns auf www.fm-recruiting.de.